Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craftopia. In der letzten Folge haben wir einen Dungeon Run gemacht auf der Wüstenmap. Heute gehen wir hier hin und machen dort die Dungeons so weit, wie wir es natürlich schaffen. Wenn ich von Dungeon zu Dungeon renne, mache ich einen Cut im Dungeon natürlich. Oder kurz davor nehme ich natürlich alles wieder auf, so wie in der letzten Folge. Und ich bin mal gespannt, was da für Dungeons auf uns zukommt. Die Dungeons, die wie eine Mine aufgebaut sind, die werde ich natürlich auslassen, weil es bringt es noch nicht, die jetzt wirklich zu machen. Ich habe die Erze erst mal en masse. Und das wäre auch zu zeitaufwendig, das würde ich dann alles offscreen immer machen. Je nachdem, was für ein Endboss ist, würde ich das aufnehmen oder nicht. Kommt immer drauf an. Aber in der Folge machen wir definitiv noch das ein oder andere Dungeon, wenn wir denn eins finden. Oh. Und hier ist eine Kiste, die snacken wir uns natürlich. Auf der Wüstenmap sind natürlich auch noch Kisten, die ich noch nicht habe. Die hol ich mir irgendwann offscreen, natürlich. Jetzt muss ich mal gucken. Ich fliege halt genau in die falsche Richtung. Nice. Ich überlege, mache ich jetzt einen Cut oder mache ich keinen Cut? Ich müsste eigentlich gleich da sein. Ja, komm, da mache ich jetzt keinen Cut. Das kriegt man doch easy peasy hin hier. Und hier sind wieder ganz viele Erze, die werde ich mir auf jeden Fall holen. In der Base musste ich mir bei meinen Essenskisten, ja, noch ein paar Kisten setzen, denn ich habe einfach zu viele Kochutensilien. Das ist nicht mehr feierlich. Ich muss mal einfach nur eine ganze Folge aufnehmen, wo ich nur Essen herstelle. Und ja. So, wenn wir mal lunzen. Hier hinten müsste das Dungeon jetzt eigentlich kommen. Das wird bestimmt hier oben sein. Nein, okay. Doch, da ist es. Da ist der Eingang. Und es ist ein normales Dungeon. Nice. Waffen, Werkzeuge, alles wieder repariert. So muss es sein. Lol, okay. Da gibt's einfach mal ein Dungeon ohne Geheimkammer. Fast Crate oder... Ach nee, Hoverboard. Geil. Oh Mann. Ohne Hoverboard kommt man hier eigentlich besser. Aber auch so eine Dungeons sind mal recht angenehm. Yay! So, und runter. Ja, das nächste Dungeon ist geklärt. Aufmachen, aufmachen. Eine Eisenpicke, ernsthaft? Der Loot, der ist irgendwie richtig schwach momentan. Das sind einfach alles nur Sachen, die ich verkaufe oder wegschmeiße. Okay, den Fisch, den behalte ich halt gerne, weil daraus kann man sich gut was herstellen. Da hinten ist noch eins. Das ist genau auf der anderen Seite der Map. Ja, ich setze jetzt hier einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich am Dungeon bin. Also mal zurück nach dem kurzen Cut. Hier unter mir ist das Dungeon. Ja, hat auch nicht lang gedauert. Ist auch mal wieder ein normales Dungeon. Nice. Ja gut, das Schwert, das wird verkauft.
Und wieder Kochutensilien. Yeah! Nice, nice. Und, oh, eine Silberaxt. Ernsthaft. Es wird noch Zeit für besseren Loot. So, euch will ich hiermit umhauen. Schade, das war's ja schon. Iron Redstone, okay. Kann man das eventuell auch irgendwie... Ach, das kann man nur anziehen. Ich dachte, vielleicht könnte man das irgendwie mit einer Waffe zusammencraften. Hm, dann nicht. Dann nicht, dann nicht. Oh, hier gab's gar nichts. Wow. Ach du Heimatland, was gibt's denn hier alles? Ey, also ganz ehrlich, ne? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Den Schmarri brauche ich auch nicht und den hier auch nicht. Was ist das? Ja, das lassen wir mal. Hier, das brauchen wir auch nicht. So. Ich habe keine Lust, nach dem Dungeon schon wieder wegrennen zu müssen in die Base. Oh, ich müsste die Pfeile auswählen. Headshot! Headshot! Haha, geil! So einfach geht das. Das war die 5. Headshot. Noch eine Headshot. Kiste ist keine da. Kann ich das überhaupt noch alles einsammeln? Also das hier, ja klar, das immer. Hey, komm her. Hallo? Oh, Kisten. Was wird uns hier für Gegner erwarten? Ich rüste mich vorsichtshalber schon mal dafür aus. Und zwar Gegengift und das Heilzeug brauchen wir eigentlich weniger. Denn wir werden da auf jeden Fall mit dem Bogen drauf gehen. Na, da gucken wir mal. Hey, ich bin die Doofschlange. Wow. Kannst du auch mal bitte stehen bleiben? Ach. Mann. Komm, du bist doch gleich down.
Autsch. Hey! Jetzt stopp doch endlich! Ja! Jetzt reicht's aber! Ich bin vergiftet! Nein! Ganz kurz hier. Und was essen? Nice, nice. Ja, da haben wir wieder einen Dungeon geklärt. Und ich habe keinen Inventarplatz mehr für Waffen. Scheiße. Doch, drei Stück habe ich noch. Das sind genau diese drei Schwerter. Geil. Oh. Oh. Die großen hätte ich da gerne. 12.000 bringt das. Also hier diese Macheten können alle weg. Die bringen zwar ein bisschen Geld, aber das ist ja nicht nennenswert. So, die Machete lasse ich einfach mal liegen jetzt. Und wieder ein Schwert, das ich nicht aufsammeln kann. Schön. Hä? Wo kommt das her? So. Jo, nächstes Dungeon erledigt. Ganz kurz zurück und Sachen verkaufen und ja, nach einem kurzen Cut sehen wir uns wieder. Da sind wir zurück nach dem kurzen Cut. Ich habe mein Inventar leer gemacht und ja, es ist mir gerade eben kackegal, ob ich hier drüben Schaden kriege. Ich will da rüber gehen und Dungeons machen. Außerdem ist da hinten ein Pillar. Ja, das gab erstmal Damage. So, ich wollte eigentlich bis darüber fliegen, aber meine Ausdauer hat nicht gereicht. So, wir gucken erstmal. Sehen wir denn hier schon das erste Dungeon? Und ich krieg halt hier einfach schon Hitze-Damage. Das ist ja abnormal. Ja, der Pillar ist da oben. Aber hier gibt's Sulfur, hier gibt's halt alles Mögliche. Und das ist nicht gerade wenig. Acht. Essen. Gibt mir auch wieder extra Leben. Ja, da hinten scheint ein Dungeon zu kommen. Da bin ich mal gespannt, und ob ich im Dungeon überhaupt Hitze-Damage bekomme. Ein Drache scheint hier glücklicherweise nicht rumzufliegen. Das ist schon mal sehr gut. Wow, Krokodile. Ernsthaft? Jo, aber wir haben hier einen Dungeon. Da geht's jetzt erstmal rein. Okay. Es gibt... Ach, schon wieder hier, Hoverboard. Aber ich kriege hier drinnen keinen Hitze-Damage. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Ab geht er. Wow. Ey, da lang. Die Steuerung ist auf jeden Fall Gewöhnungssache. Also, ich würde hier gerne mal mit dem Motorrad rumdüsen.
So. Wir haben es auf jeden Fall geklärt. Da haben wir die nächste Slate. Oh, schon wieder so ein Iron-Amulett. Boah, und schon wieder Eisenerz. Okay, gegen Eisenerz sage ich nichts. Aber ich habe da jetzt eine Produktion, die das eigentlich gut macht. Bräuchte ich regulär eigentlich nicht mehr. Huh. Okay. 170 und ich mach 350. Ne. Max Life 20. Magical Critical Damage Rate 5%. Gold Crush bringt 12.000 Gold. Holy shit. Das ist ja nicht gerade wenig, würde ich mal sagen. Ja, und man kennt es in der Lava-Ecke, Kühe. Die einfach mal keinen Hitze-Damage kriegen oder irgendwas anderes. Die laufen einfach hier rum. Ich muss jetzt auf den Berg. Ich muss auf den Berg. Ich muss auf den Berg. Gibt es hier oben eigentlich noch irgendwas anderes Besonderes außer Lava? Irgendeinen speziellen Stein? Das würde mich mal interessieren. Okay, das kann man nicht abbauen. Oh, das da oben sieht mir aus. Ihr wisst auch noch, in irgendeiner Folge von mir habe ich so einen wunderschönen Steingolem gefunden. Bei mir auf der... Ich wusste es, dass das... Lavasteingolem, geil. Map-technisch... Wir haben gerade mal den Quark umrandet. Ich würde halt gerne noch einen Dungeon hier drin haben. Ah, da ist eine Kiste. Ja, eine Kiste in der Kiste. Man kennt es. Was ist... Okay. Man kennt es. Ike, der unter Lava durchrennt. Dungeon. Ich hätte gern noch ein Dungeon. Aber man kann auf der abgekühlten Lava laufen. Ja. Obwohl das ein aktiver Vulkan zu sein scheint. Und hier ist einfach mal auch alles in der Luft. Ja. Dazu werde ich wohl nichts sagen müssen, denke ich mal. Aber gut, ne? Das Spiel ist immer noch in der Entwicklungsphase. Jetzt will ich aber auf den Berg da hoch. Ey, scheiß drauf, wie lange ich hier Schaden kriege, wie oft ich mich heilen muss. Ich will da jetzt hoch. Ich will hier einfach noch einen Dungeon machen. Entweder ich verbrenne gleich qualvoll und büße ein bisschen was von meinem Gold ein. Oder aber, ja. Stopp mal. Auf der Map machen wir ja nichts. Und ich habe noch ein paar Steine. Wir bauen uns da einfach mal hoch. Craften. Die Nummer 6.
Ey! Ja! Hoch mit dir! Ah! Ah, shit! Das wäre fast ins Auge gegangen. Lol, ich hab... Oh, keine Baumaterialien mehr. Nice, nice. Shit. Nein. Komm, ich bin gleich oben. Ich bin oben. Und ich sehe nichts. Ich bin oben und ich habe hier einen Dungeon. Lol. Okay. Ja. Das kam unerwartet, der Sturz nach unten. Oh. Was ist das denn? Rageblade. 180 Damage. Movement Speed. 3 Attack plus 20. Attack plus 10. MATK. Also Magic Attack minus 10. Max Life plus 5%. Max Mana minus 5. Oh. Okay. Dazu sage ich doch nicht nein. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Ich hoffe nur, dass ich da auch wieder rauskomme aus dem Vulkan. Weil wenn nicht, habe ich ein Problem. Ich kann ja mal gucken, wie viel Stein habe ich denn noch? Wir craften uns nebenbei mal ganz gut. Gott. Wow, gar nichts. Ihr Kacke einsammeln, danke. Die Nummer 5. 1, 2, 3, 4. Geht das Türchen auf? Natürlich nicht. 5, 6, 7. Und wo ist Nummer 8? 8. Ja, die Monos sind mit dem Bogen eigentlich easy peasy. Oh, Kochutensilien. Nice, nice. Nix. Einfach gar nix. Okay. Oh, schon wieder Goblins. Ah, die sind mit dem Bogen ja auch recht easy. Aber das hier, wie es da stand, ist wohl ein Level 2 Dungeon. Und das gefällt mir halt. Wow. Du hattest da einen Pfeil im Kopf. So. Ey, hör doch mal auf damit. Sag mal. Da
Lass jetzt davon. Ach, da ist noch einer. Den muss ich noch umhauen. Was ist bei dir kaputt? Aber jetzt. So, was gibt es denn hier? Oh, schon wieder Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Oh. Es gibt wieder Gegengift. Und noch mehr. Erkennt man denn da hinten durchs Gitter schon, was es ist? Es kann ja nur die Schlange oder... wie ist jetzt hier das Blumen... Es ist das Blumenmädchen. Okay. Die ist genauso schwierig wie... die Schlange. Ich will meine Dinger da nicht verbauen. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Alter, mache ich da überhaupt irgendwie Damage? Ja, nice. Einmal die 6 zu mir nehmen, danke. Alter. Willst du mich verarschen? Ich hab mich gerade erst entgiftet. Alter! Komm! Beweg dich doch mal! Alter, was machten die? Seit wann kann die so hochfliegen? Alter. Komm, gleich bist du down. Nice. Holy shit, die war ja mal anstrengend. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist das? Wieder ein Amulett? Kann ich das Schwert auch noch aufnehmen? Natürlich nicht. Tschüss, Fackel. Hey, wo habe ich die Fackel her? Ist
ist ja mal dumm. Also das eine könnte ich gerne mitnehmen. Und zwar das da. Das andere ungern. So, jetzt craften. Ich muss ja wieder aus dem Vulkan rauskommen. Folge hier Zimmer, das ist sehr gut. Die 6. So. Die 7. Oh, jetzt habe ich eins verbaut. Geil. Das müsste aber... Oh! Wow. Wow, hätte ich das mal vorher gewusst, dass der mich nach oben boostet. Aber... Wieder ein Dungeon geklärt und das sogar in einem Vulkan. Ja. Wenn man keine Ausdauer mehr hat. So, ich werde wieder zurück zur Base gehen. Die Folge ist sowieso schon etwas zu lang. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.